Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan ya shababs und willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute geht es um eine berühmt-berüchtigte Internet-Killer-Story, den die meisten unter euch vielleicht auch sogar kennen werden. Also holt euch einen Snack und einen Drink, macht es euch bequem, schließt die Jalousien und genießt das Video. Es war das Jahr 2010 und im Internet war viel los. Alle scrollten, scrollten, scrollten und scrollten, veröffentlichten Videos, die sie dann liken, teilten, von Kochen bis ganz normalen Katzenvideos. Die meisten fanden Zuflucht vom Alltag, hauptsächlich im Internet. Doch wie wir es auch heute kennen, hat das Internet nicht nur seine guten Seiten, sondern auch seine schlechten Seiten. Neben Cybermobbing, Internet-Rambos, Leuten, die sich für was Besseres halten und wahllos Leute kritisieren, weil sie ja alles besser wissen, unverschämten Kommentaren, gibt es auch noch das Veröffentlichen von ekelerregenden Videos, die natürlich wie auch heute offline genommen werden. Doch ein Video zog sehr viel Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit auf sich, bevor es von YouTube heruntergenommen werden konnte. Und zwar ist es das Video mit dem Titel One Boy, Two Kitten, was übersetzt so viel heißt wie ein Junge und zwei Katzen. Dieses Video schockierte viele Menschen, da er dort zwei Katzenjungen, die er schon im Titel angesprochen hatte, erstickt hat, indem er sie in einem Vakuumbeutel gepackt hat und mit einem Staubsauger die Luft im Beutel entzogen hat. Alter, wie krank muss es sein, zwei Kätzchen umzubringen? Auf jeden Fall wurde kurz darauf auf Facebook eine Gruppe namens Find the Kitten Vacuumer for Great Justice gegründet, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, diese Person, der dieses Video hochgeladen hat, zu finden. Darin waren sowohl Tierschützer als auch ganz normale Social-Media-Nutzer, die empört waren, darunter auch John Green. Dieser hat ebenfalls das Video gesehen und ist auch somit der Gruppe beigetreten. Im Gegensatz zu den anderen, die eher emotional waren, hatte er logisch nachgedacht und hat auf dem Kanal, worauf das Video veröffentlicht wurde, etwas Seltsames erkannt. Dort sah er nämlich, dass der Nutzer ein einziges Video geliked hat, und zwar den Trailer vom Film Catch Me If You Can. And when I clicked on the profile, that they had also liked a video for the movie Catch Me If You Can. Somit realisierte John Green, dass der Kanalbesitzer wollte, dass man ihn für seine Taten jagt. Jeder in der Gruppe wollte die Identität des Täters herausfinden, um ihn wegen seiner Tat vor das Gericht zu stellen. Dabei ging man nicht nur auf sein Aussehen ein, sondern auch auf seine Wohnung. Es wurden selbst nach den kleinsten Hinweisen gesucht, wie zum Beispiel an der Steckdose, von welchem Land es herkommen könnte, was für eine Art des Steckdose das ist. Im Video sah man dann auch eine Wolfsdecke, die auf eBay nur einmal gekauft wurde. Dennoch konnte man nicht wissen, wo sich der Täter aufhält, da die Verkäufer international anbieten. Aber das Wichtigste war, dass es im Hintergrund noch eine Person gab, die kicherte und teils auch sprach. Follower der Facebook-Gruppe haben dann herausgefunden, dass diese Person slawisch bzw. russisch spricht. Daraufhin hat man dann aber festgestellt, dass dies nur eine Aufnahme war, um Leute wie in der Facebook-Gruppe hinters Licht zu führen. Ich meine, das musst du dir geben. Er macht das Video und packt eine Tonspur mit slawischen Background-Voices mit drauf, um die Leute auf eine falsche Fährte zu locken. Ich meine, der hat das von langer Hand geplant. Nach tagelanger gescheiterten Beweissuchen lud der Täter ein neues Video hoch, wo er dann mit den toten Katzen spielte. Dadurch ergaben sich neue Hinweise, wo sich der Täter aufhalten könnte, und um das Video zu finden, zerlegte man das Video in mehrere Bilder, also Frame für Frame, worauf man eine Zigarettenschachtel und einen Staubsauger gesehen hat. Beides wies darauf hin, dass der Täter sich in Nordamerika aufhält, aber dort enden dann auch die Erfolgserlebnisse. Da die Gruppe immer mehr und mehr an Reichweite erhielt und sogar für das Finden des Täters einen Preis von $5000 bekommt, wurde es immer chaotischer, indem immer irgendwelche random Behauptungen ausgerufen worden sind. Wie zum Beispiel irgendwelche Menschen in der Welt, die fast genauso aussahen wie der Täter. Mit dieser Tatsache standen die Ermittler wieder ohne jeglichen Fortschritt einfach nur da. Daraufhin wurde noch ein Video hochgeladen, worin Kätzchen zu Schaden kommen, aber von einem anderen Nutzer. Dieser Nutzer wurde dann auch gefragt, ob er das Video mit den Staubsauger und den zwei Katzenjungen hochgeladen hat, worauf er dann indirekt mit Ja antwortete. Sofort checkten sie sein Profil ab und fanden heraus, dass er sich angeblich in Namibia aufhalten soll. Doch dies war gegen alle bisherigen Beweise. Kurz darauf fand man heraus, dass dieser Account ebenfalls ein Troll sein soll. Die Gruppe dachte trotzdem, dass er dies sei. Aufgrund dieser These wurden tausende von Bedrohungen an den Unschuldigen geschickt. Also er wurde getrollt, und zwar ordentlich. Und da er sowieso an Depressionen litt, nahm er sich dann das Leben. Die Gruppe fand dann schlussendlich heraus, dass es sich doch nicht um den Katzenständer
handelte. Aber schlimmer war die Tatsache, dass sie nun keine weiteren Beweise mehr hatten. Doch einige Zeit später wurden ein paar Leute aus der Gruppe eine Nachricht geschickt, die beinhaltete, dass ein Typ namens Luca Magnotta hinter allem steckt. Luca Magnotta war ein männliches Model und hatte viele Fanpages im Internet. Er wurde als heiß, gut aussehend und attraktiv bezeichnet und man sah ihn fast überall auf der Welt, zum Beispiel in Ländern wie Russland, Schweden, Frankreich, USA und so weiter. Kurz darauf stellte John Green aber fest, dass die meisten Fotos editiert wurden und es nur so aussah, als ob er die ganze Welt bereist und fame ist. Auch waren die meisten Kommentare zu den Posts immer dieselben wie "Du bist so hot" oder "sexy". Ich meine, gekauft das Shit oder er hat es selber gemacht, wie die meisten YouTuber heutzutage. Was bedeutet, dass er möglicherweise nur eine einzelne Person mit verschiedenen Accounts kommentierte? Aber es stimmt trotzdem, dass er ein Model war. Aber sein Ruf wurde wegen einer Verwechslung zwischen einem Serienmörder sehr stark geschädigt. Um dies wieder in Ordnung zu bringen, arrangierte Luca Magnotta ein Treffen zwischen ihm und einem Mitarbeiter bei der Toronto Sun, eine Zeitung Kanadas, in dem er ein Interview gab, wo er klarstellte, dass er mit der Serienmörderin Carla Homolka nichts zu tun hat. Fotos, die von Magnotta hochgeladen wurden, steckte man in eine Art EXIF-Tool hinein. Das ist ein Werkzeug, das gern für Fotos verwendet wird, um den Standort aufzuklären. Dabei stieß eine Gruppenangehörige auf ein Foto, bei dem dies klappte, und schickte sie dann sofort John Green. Er sah dann, dass das analysierte Foto im Jahr 2010 Ende Oktober in Kanada, Toronto entstand. Dies war der entscheidende Treffer, denn das Katzenvideo wurde im darauffolgenden Monat hochgeladen, was ebenfalls in Kanada war. Nun wollte Green die Adresse herausfinden, indem er Fotos und Interviews anschaute. Und er hatte Erfolg, denn in einem Interview behauptete Magnotta, dass er in einem Vorort von Toronto von Paparazzi verfolgt wird. Außerdem fand er ein Foto, in dem er seine Ortschaft zeigte. Darin war eine Tankstelle zu sehen, die John erfolgreich identifizieren konnte. Mit dieser Information fand er dann schlussendlich die Wohnung des Täters. Sofort alarmierte Green die Behörden vor Ort und diese befragten dann die Nachbarn und tatsächlich soll ein Luca Magnotta dort gewohnt haben. Jedoch sagten sie auch aus, dass er angeblich nach Russland ausgewandert sein soll. Mit dieser Information verlor jeder in der Gruppe die Hoffnung, selbst John Green, denn die harte Arbeit war nun umsonst. Nach einiger Zeit haben auch viele die Gruppe verlassen, bis ein neues Video wieder auftauchte.